Alle deine Freunde benutzen Instagram, du jedoch nicht, aber bist neugierig geworden. Dann ist dieses Tutorial genau das Richtige für dich. Hier lernst du grundlegende Einstellungen und Funktionen von Instagram, vor allem aber, wie du diese App verwendest. Voraussetzung, Instagram zu benutzen, ist, dass du mindestens 13 Jahre alt bist und entweder die App auf deinem Gerät installierst oder die Internetansicht nutzt, so wie ich. Als erstes erstellst du ein eigenes Konto mit deiner E-Mail-Adresse oder deiner Handynummer und deinem vollständigen Namen. Natürlich musst du dir an dieser Stelle deinen persönlichen Benutzernamen überlegen und ein Passwort hinzufügen. Da ich schon ein Konto habe, überspringe ich diesen Punkt und melde mich nur an. Du befindest dich nun auf der Startseite von Instagram. Es werden dir direkt einige Accounts vorgeschlagen, welche du abonnieren kannst, indem du auf das blaue Feld Abonnieren klickst. Auf dieser Seite werden die Bilder von Konten, denen du folgst, vorgeschlagen. Darüber befindet sich eine Suchleiste, wo du nach Personen und Hashtags suchen kannst. Direkt daneben ist ein Pfeil platziert, welcher dir deine Unterhaltungen mit Freunden etc. anzeigt. Um eine Nachricht an deine Freunde zu erfassen, drückst du nur auf Nachricht senden und tippst den Benutzernamen deiner Freundin oder deines Freundes ein und klickst auf den Schriftzug Weiter. Du kannst jetzt der jeweiligen Person etwas schreiben, eine Sprachnachricht verfassen oder diese Person anrufen. Auf dem Symbol daneben kannst du dir geteilte Bilder von verschiedenen Accounts ansehen, liken, indem du auf das rote Herz klickst, kommentieren, indem du auf das Nachrichtensymbol drückst. Außerdem kannst du den Eintrag teilen, dazu klickst du auf den dir schon bekannten Pfeil. Das Herz oben rechts zeigt dir, wer dich abonniert oder abonnieren möchte, deine Bilder liked und kommentiert oder dich in einem Beitrag markiert. Weiters findest du in der oberen rechten Ecke das Symbol, wodurch du diverse Einstellungen bei deinem Profil ändern kannst. Du hast jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Beginnen wir mit dem ersten. Hier wird dein Konto angezeigt, das heißt deine Bilder und Beiträge, in denen du markiert wurdest. Wenn du auf Profil bearbeiten klickst, kannst du Grundlegendes einstellen oder ändern. Man kann seinen Namen ändern, seinen Benutzernamen. Manche Namen sind vergeben, diese kannst du somit nicht auswählen. Außerdem kannst du dich im Steckbrief kurz beschreiben, zum Beispiel dein Alter angeben. Du kannst auch eine Webseite anführen, indem du den Link dieser Seite hier einfügst. E-Mail, Geschlecht und Handynummer kannst du hier auch ändern. Links kann man noch ganz viel weitere Dinge einstellen, aber das ignorieren wir vorerst. Oben kannst du dein Profilbild ändern. Dazu brauchst du nur ein beliebiges Bild in deiner Galerie, welches du dann auswählst. Außerdem kannst du dein Passwort ändern. Du gibst dein altes Passwort an und dein neues direkt darunter, welches du dann nochmals bestätigst. Als nächste Auswahlmöglichkeit hast du hier auch noch gespeichert. Hier siehst du alle Beiträge, die du gespeichert hast. Beiträge hochladen kann man bei der Webansicht leider nicht. Dazu muss man die App am Gerät installieren. Falls dir das Tutorial gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Für einen zweiten Teil über weitere Funktionen von Instagram kannst du gerne ein Like und Kommentar hinterlassen. Nun wünsche ich dir noch ganz viel Spaß beim Erkunden von Instagram.